Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Ich zeige euch heute, wie ich meinen Kräuter- und Gemüsegarten anlege. Und bei uns ist es bisher immer so gewesen, wir haben hier einen Schrebergarten bei uns in Waghäusel. Der ist zu Fuß etwa 2 Minuten von meinem Elternhaus entfernt. Und es war für uns in der Kindheit immer mega praktisch, denn wir konnten auch alleine einfach zum Garten laufen, uns hier austoben, ernten, pflanzen, gießen. Und es war echt immer super schön. Bei meiner Mama war es so, sie hat ja 5 Kinder und war dann auch eben irgendwann Vollzeitmama, hat von zu Hause aus gearbeitet und hat eben nebenher mit meinem Papa zusammen, der voll berufstätig war, eben auch diesen Garten gepflegt. Und früher war das auch wirklich total normal. Da hat man sich selbst versorgt, hat das ganze Gemüse und Obst angebaut, hatte alles in unmittelbarer Nähe. Heute wohnen natürlich auch viele in der Stadt. Viele haben schon ein eigenes Haus, möchten den Garten direkt vor der Haustür, weil sie einfach nach der Arbeit, nach dem Studium und neben den Kindern nicht auch noch Zeit haben, den Garten in der Ferne zu pflegen. Deswegen zeige ich euch heute, wie ihr auch bei euch zu Hause auf dem Balkon, auf der Terrasse oder bei euch im Garten einen Gemüse- und Kräutergarten anlegen könnt. So ein Schrebergarten hat schon viele Vorteile. Man hat zum einen viel Platz. Die Natur ist einfach überwältigend schön, also ich habe es hier wirklich sehr, sehr genossen. Und man hat aber auch ganz, ganz viel Platz. Der Nachteil ist natürlich, man muss die ganze Zeit am Boden arbeiten. Klar kann man hier auch Hochbeete anpflanzen, aber das haben wir jetzt bisher immer nicht gemacht, vor allem auf die große Fläche. Wir haben hier zwar ein Gewächshaus, was nicht gerade schön ist, aber es war trotzdem sehr praktisch, weil alles super gut drin wächst. Gemüsehäuser und Gewächshäuser gibt es natürlich auch schöne für den eigenen Garten zu Hause. Das kann ich euch auch mal in einem anderen Video zeigen. Aber ich will euch heute zeigen, wie wir zu Hause den Gemüse- und Kräutergarten anlegen und vor allem als Vorteil für meine Eltern. Ich meine, meine Eltern sind jetzt beide schon an die 70 bzw. über 70. Wir werden auch nicht jünger. Das heißt, ich zeige euch heute, wie wir alles in einem Hochbeet anpflanzen, was ihr eben auch zu Hause im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon anlegen könnt. Jetzt sind wir hier bei uns im Garten und unser Garten ist wirklich richtig schön geworden. Also so eine kleine Wohlfühloase, wo wir auch spielen können. Also die Kinder, die können hier toben, spielen. Wir können die Füße in den Teich strecken. Aber wir haben natürlich auch den Plan, einen Nutzgarten zu machen. Und wir haben uns bei der Gartenplanung überlegt, okay, der Nutzgarten, der kommt hier nach hinten in die Ecke. Denn wenn wir auf der Terrasse sitzen und in den Garten schauen, möchten wir den Garten schön sehen. Und so ein Nutzgarten sieht ja nicht das ganze Jahr über schön aus. Der Nutzgarten, der ist schön so von April, Mai, über den Sommer hin ist er richtig schön und dann wird ja alles abgeerntet und dann hat man im Prinzip nur noch Erde, die übrig ist. Daher ist es immer ganz gut, den Nutzgarten dort anzulegen, wo man ihn nicht unbedingt im Sichtfeld hat. Wir haben ihn trotzdem im Sichtfeld, also haben wir uns überlegt, es muss einen Teil geben, der richtig schön ist und auch einen Teil, der vielleicht nicht ganz so schön ist, so eine Tomatenpflanze, die noch nicht ganz gewachsen ist, ist jetzt nicht das Schönste, was man im Garten hat. Von daher wird die dann weiter hinten gepflanzt. Wir haben uns überlegt, den Garten jetzt so anzulegen, dass wir Hochbeete machen. Murat, Alex und Günni, die haben nämlich gemeinsam Hochbeete gemacht und gebaut. Das eine Hochbeet-Video habt ihr ja bereits gesehen. Und genau so haben sie noch weitere 5 Hochbeete gebaut, damit ich die jetzt bepflanzen kann. Gefüllt sind sie schon. Und ich habe gemeinsam mit Christian, mit Anna überlegt, was wir denn da alles reinsetzen können. So ein Hochbeet hat viele Vorteile. Natürlich könnt ihr euer Gemüse auch im Boden einpflanzen. Aber wenn ihr zum Beispiel nur einen Balkon habt oder eine Terrasse, könnt ihr so ein Hochbeet auch wirklich überall aufstellen. Auch bei euch auf dem Balkon oder eben auch im Garten. Man hat natürlich den Vorteil, die Arbeitshöhe ist wirklich ideal. Man muss sich nicht mehr bücken. Schädlinge kommen nicht mehr nach oben, wie zum Beispiel Schnecken oder auch Wühlmäuse. Ich habe auch den Vorteil, dass ich nicht mehr düngen muss, weil ich einfach diese verschiedenen Erdschichten habe, die immer wieder zu Kompost werden und sich selbst dann von alleine düngen. Also 7 Jahre lang braucht ihr wirklich keinen zusätzlichen Dünger. Die Erde darin ist sehr nährstoffhaltig und im Hochbeet ist die Erde auch immer etwas wärmer als im Boden. Dadurch wachsen das Gemüse und die Kräuter auch viel besser und ich habe auch eine längere Erntezeit. Beim Anbau eures Gemüse- oder Kräutergartens gibt es kein richtig oder falsch. Ihr dürft einfach das anbauen, was euch am besten schmeckt. Es bringt nämlich nichts, wenn ihr Tomaten pflanzt, aber eigentlich gar keine Tomaten mögt. Also schaut ihr einfach mal, was esse ich, was mag ich, was möchte ich in Zukunft vielleicht öfter essen. Und dann gibt es einfach Dinge, die gut miteinander wachsen und Dinge, die man vielleicht vermeiden sollte. Ich habe mir überlegt, dass ich einfach schon fertige Pflanzen kaufe, denn ich habe nur begrenzt Platz und möchte natürlich auch, dass alles schnell wächst und gut wächst, dass die Ernte gut ist. Günstiger ist es natürlich, wenn man Samen kauft und dann die Samen zu Hause im Innern, also im Haus, noch zieht. So macht das meine Mama immer. Die hat dann immer das ganze Wohnzimmer voll stehen mit Kübeln und zieht dann ihre Tomaten und ihre Paprikapflanzen.
Es hat aber auch den Nachteil, ich muss viel Zeit, Arbeit und Kraft aufwenden. Und es kann natürlich passieren, dass nicht alle Pflanzen richtig schön gezüchtet werden können. Bei meiner Mama funktioniert es, da klappt es. Ich bin da, muss ich sagen, nicht so ganz erfahren. Deswegen steige ich lieber auf die fertigen Pflanzen. Und da ist es ganz wichtig, kauft eure Pflanzen nicht im Baumarkt oder irgendwo, wo sie einfach günstig sind. Schaut wirklich, dass ihr in eine Baumschule geht oder zu einem Gärtner geht. Der weiß nämlich, wie er die Pflanzen zieht. Und vor allem nimmt er einfach auch heimische Pflanzen, die das Klima von uns hier schon gewohnt sind. Und dann wird es auch wirklich was. Mit dem Nachbarn, wollte ich sagen. Und dann wird es auch wirklich was mit euren Pflanzen. Wir haben die Pflanzen beim Christian geholt, in der Baumschule. Gemeinsam mit Anna und Christian habe ich mir überlegt, wir gruppieren jetzt einfach die Hochbeete und machen verschiedene Themen draus. Drei Hochbeete stehen nämlich in der direkten Sonne und zwei stehen am Zaun. Das heißt, die haben auch so ein bisschen Windschutz. Überhängen, die auch richtig lecker duften und die auch hübsch aussehen, wenn ich hier von der Terrasse aus dann in Richtung Garten schaue. Da kommen aber auch Gemüsesorten rein, wie zum Beispiel Paprika, Chilis oder Auberginen. Alles das, was praktisch vom Hochbeet aus direkt auf den Grill wandern kann. Haben wir auch genügend Kräuter, die wir im Sommer benutzen können und für den Winter trocknen können. Hier ein bisschen daneben dran von der Farbe sind die einfach sehr gut. Ja, sehr schön. So. Ach, endlich ist der Murat da. Perfekt für einen Bewässerungsschlauch. Ja. Ich habe noch mal eine Schaufel geholt, weil ich gedacht habe, du hast keine mehr. Ja, Schaufel ist immer gut, die verlieren wir immer. Hast du Handschuhe? Handschuhe habe ich vergessen. Oh nein, das war das Wichtigste. Ja. Guck mal hier, ja. Sally, für dich. Oh, danke. Sehr gut, dann habe ich morgen beim Kochen wieder saubere Finger. Also wir legen jetzt hier noch die Gardena-Tropfbewässerung mit ins Beet, damit einfach die Pflanzen gleichmäßig und kontinuierlich bewässert werden, weil das ist ja ganz, ganz wichtig auch für den Ertrag. Bei dieser Tropfbewässerung reicht es in der Regel, wenn die auf 30 bis 40 cm Abstand gelegt wird und damit die Schläuche nicht verrutschen, nimmt man hier die entsprechenden Halterungen, die passen genau hier drauf, die kann man nur so draufklipsen und fixiert es dann. Und wie viele man davon braucht, das kriegt man eigentlich relativ schnell raus. In der Regel reicht es bei so 60 bis 80 cm Abstand, so wie hier, wo er nach oben geht. Oder mal an so einer Kurve. Genau, also hier einfach ne, so dranklipsen und dann. Also man muss einfach vorher dran denken und die Bewässerung ins Hochbeet legen, dann muss man später nicht mehr gießen. Das ist doch toll, oder? Dann einmal eingepflanzt und dann muss man nur noch ernten. Okay, ein bisschen pflegen. Und beim Einpflanzen dann einfach hier ein kleines Loch bohren, ausgraben. Dann natürlich austopfen und hier die Wurzel so ein bisschen öffnen, einsetzen und verschließen. Geben wir gleich noch einen längeren Stab, dann habt ihr damit keine Arbeit mehr, weil die wachsen auch noch in der Länge und dann können wir sie einfach hier so ein bisschen anheften. Und mit so Haarklammern oder so. Da gibt es auch professionelle Klammern, gell? Außer, ja, oder ich bin ein bisschen
bisschen Bast oder irgendeine Schnur, die nicht einwächst. Damit die Pflanze da hochklettert. Genau. Gerade wenn dann oben die Füße dranhängen und so ein Wind geht, dass sie nicht umkippt und umknickt, dass sie ein kleines bisschen Halt hat. Und meine Mama, die hat das immer gemacht bei Paprika und bei Tomaten auch. Tomaten ganz wichtig, dann sogar noch ein paar längere Stäbe, weil die noch stärker in die Höhe wachsen. Okay, da gibt es ja sogar eine Tomatenspirale, ne? Genau, da ist die Frage, ob es oldschool ist oder ob du das hier im Garten willst. Okay. Praktisch ist es auf jeden Fall, weil sie sich da von allein rein wächst und du sie im Prinzip gar nicht binden musst. Mhm. Überlege ich mir noch. Ja. Beim Pflanzen muss man nur beachten, es gibt gute und schlechte Nachbarn und am besten schafft ihr eine Mischkultur. Das heißt, ihr nehmt Pflanzen, die wenig Nährstoffe brauchen und Pflanzen, die viele Nährstoffe brauchen und verknüpft die dann in einem Hochbeet, sodass einfach ein schöner Ausgleich da ist. Deswegen verbinde ich auch Gemüsesorten mit Kräutern, denn es gibt Gemüsesorten, das sind Starkzehrer, andere sind Mittelzehrer und Kräuter sind zum Beispiel Schwachzehrer, also die brauchen am wenigsten Nährstoffe. Und wenn man das so verknüpft, dann hat man auch noch den Vorteil, dass gewisse Kräuter nämlich auch Schädlinge fernhalten, durch die ätherischen Öle. Dazu zählen zum Beispiel Rosmarin, Thymian oder auch die Minze. Hier haben wir jetzt auch vorne wieder diese Kräuter, teilweise die Kräuter, die runterhängen, wie zum Beispiel den Rosmarin, Zitronenthymian. Also hier auch ganz viele Kräuter und viel Gemüse. Hier haben wir Auberginen und Zucchini kommt auch noch. Hier im Hochbeet 2 haben wir auch noch Gemüse und Kräuter. Also dieses Hot and, wie hast du gesagt? Spicy. Hot and spicy, fand ich echt gut. Und hier haben wir jetzt die Auberginen, du sagst, die so ein bisschen in die Mitte pflanzen. Und ist es jetzt besser, 3 Stück zu pflanzen, weil man dann mehr hat davon oder eher eine weg, damit sie mehr Platz hat? Genau, also besser wäre zu sagen, sieht am Anfang erst ein bisschen klein und komisch aus, aber tatsächlich nur 2 zu setzen, dass jede einzelne wirklich viel Luft auch hat und den Raum, dass sie reif werden kann. Das sind Jungpflanzen, die brauchen ein bisschen Platz, ein bisschen Zeit und die trägt tatsächlich mehr, wie wenn sie so dicht gepflanzt sind. Okay, also eher weniger Pflanzen, hat man mehr davon. Okay, gut, dann setzen wir die auch ein und gehen ans nächste Hochbeet. Ja. Tom, kommt Wasser? Ja. Okay. Setzen wir mal angießen, aber danach müssen wir nicht mehr bewässern, denn wir haben den Bewässerungsschlauch gelegt. Und das am besten immer nicht, wenn es zu heiß ist. Gell? Genau. Weiter geht's. Und ich habe jetzt hier einfach so Metallanstecker, diese Beschriftungsstecker nenne ich sie jetzt. Und da habe ich jetzt mit wasserfestem Stift einfach drauf gemalt oder drauf geschrieben. Die Kinder wissen dann auch, an die scharfen Chilis dürfen sie nicht dran und vor allem verwischt es nicht. Und normalerweise nehme ich immer einen Kreidestift für drinnen. Und nur bei den Gewürzen, die ich praktisch immer fest nachfülle, also so Salz, Pfeffer, was ich immer wieder nachfülle, nehme ich den festen Stift, der da immer bleibt. Und bei denen, die wechseln, so Wildkräuter zum Beispiel, dann nehme ich einen Kreidestift zum Wegwischen. Aber die könnte man zur Not mit Nagellackentferner auch wieder wegwischen und neu beschriften. Aber draußen muss natürlich wasserfest sein. Sonst habe ich immer was zu tun. Ja. Sollen wir es schon mal reinstecken? Ja, gern. Ja,
Hier haben wir also jetzt das erste Hochbeet. Hier haben wir gepflanzt Currykraut, hier vorne Rosenduft-Thymian, weil er einfach schön aussieht, gut duftet und hier vorne einfach ein schönes Bild gibt. Das Currykraut, das wird hier richtig schön hoch, sodass man eben auch hinten dran das abgeerntete Gemüse nicht sieht. Also auch wenn bei der Paprika später irgendwann nichts mehr hängt, der Curry, der ist wirklich schön hoch und dann versperrt er eben da auch die Sicht. Hier habe ich auch noch Gewürze, die ich sehr oft benutze, wie zum Beispiel Bergbohnenkraut oder auch Pizza Oregano. Hier im zweiten Hochbeet habe ich auch ganz viele Gewürze wie Salbei, der Rosmarin, der flache, der hier auch später herunterwächst. Hier habe ich aber auch noch Majoran, Oregano, hier vorne noch Olivenkraut. Wenn ihr möchtet, kann ich da gerne auch mal Videos dazu machen, wie man welches Kraut am besten verwendet und wozu es am besten passt. Aber ich finde, da müsst ihr einfach ganz kreativ und offen sein. Es ist immer schlimm, wenn man sagt, okay, Rosmarin geht nur für Kartoffeln, denn Rosmarin passt wirklich auch zu süßen Gerichten ganz gut. Hier haben wir zum Beispiel auch Schnittlauch gepflanzt oder auch Auberginen, den Kohlrabi und auch andere Paprikasorten. Im dritten Hochbeet sind auch nochmal Kräuter oder auch Erdbeeren zum Beispiel. Also alles, was zum Thema Tee oder Cocktails passt. Das, was man eben nach dem Essen braucht. Ich habe da Minze, Waldmeister ist geplant und auch ganz viele andere Gewürze, die toll in Getränke passen, toll auch zu Desserts oder eben auch Erdbeeren, die auch in einem Getränk ganz gut zur Geltung kommen. So, jetzt haben wir hier unser Tee- und Cocktailbeet. Genau. Und was ist das hier? Das ist das Süßkraut, das Stevia. Wenn du da mal ein kleines Blättchen abmachst und probierst, das schmeckt echt zuckersüß. Mit den Handschuhen vielleicht nicht ganz so gut. Ja, damit kann man auch Tee süßen. Ach, mit den Blättern? Mhm, genau. Also da verwendet man wirklich das Laub und die frischen Blätter sind ganz weich. Ich hoffe, jetzt habe ich keinen Käfer mitgegessen, aber richtig süß. Krass, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie Stevia geworden wird. Klar, jetzt weiß ich's. Ach, Unkraut. Und hier haben wir jetzt Minze, aber bei Minze weiß ich, die hat bei uns im Hochbeet total gewuchert. Das ist auch so, wenn man da nicht aufpasst, überwuchert die alles. Ja. Jetzt haben wir hier eine spezielle Hugo-Minze, das heißt, für das Getränk kann man es gut verwenden, für Nachtische. Mhm. Und da muss man tatsächlich mit den Ausläufern extrem aufpassen. Das heißt, als Trick würde ich einfach empfehlen, das machen wir jetzt hier auch, die in einem Topf zu versenken im Hochbeet. Die quasi einpflanzen mit dem Topf. Ach, dann bleibt es kompakt. Genau, dann haut die nicht ab und bleibt in ihrem Reich und das reicht ihr auch von der Größe. Das machen wir gerade mal voll. Schatz, guck mal, eine Gartenelfe. Hallo! Wow! Komm! Komm zu Mama oder zu Papa. Aber vorsichtig! Jetzt kann sie endlich durch die Garten springen. Cocktails, Getränke und Tee, ich glaube, das ist mein Lieblingshochbeet, denn hier hat man wirklich alles, was man für den Tag braucht. Ihr könnt starten mit einem fruchtigen Getränk, wie zum Beispiel 1 Liter Wasser mit Zitronensaft und dazu ein bisschen Minze oder dazu ein bisschen Ananassalbei. Da könnt ihr wirklich alles verwerten. Ich habe hier Apfelminze oder auch die Hugo-Minze. Ich habe hier aber auch eine Zuckermelone, die richtig schön groß wird. Oder aber auch die kleinen Erdbeeren hier vorne. Ich habe den Pfirsichsalbei oder auch das Kraut der Unsterblichkeit. Im vierten Hochbeet haben wir dann das Thema Salate, also Pflücksalate, Kräuter, die wirklich gut zum Salat passen. Da kann ich mittags einfach kurz auf die Terrasse gehen oder in den Garten, kann mir abpflücken, was ich für den Salat möchte und es wächst einfach immer wieder alles nach. Das wird jetzt hier das Salatbeet, also kommen hier noch verschiedene Pflücksalate rein, noch ein paar Kräuter wie Schnittlauch und Petersilie.
Basilikum, alles was so richtig schön zum Salat dazu gehört. Ich liebe Sauerampfer. Vor allem hat das meine Mama früher im Garten oder jetzt auch noch immer gehabt. Und als Kind bin ich da immer hin, habe den abgezupft. Und im Garten hatten wir immer so ein Tässchen voll Salz. Und da habe ich da immer den Sauerampfer mit bisschen Salz gegessen. Voll lecker. Wir haben im Kräuter- und Gemüsegarten Kräuter, die sind nur einjährig, so wie zum Beispiel Basilikum. Der wurde nämlich so lange heruntergezüchtet, sodass er wirklich nur noch eine Saison überlebt. Und da ist es auch besser, wenn man den einfach im nächsten Jahr nochmal neu reinsetzt, damit er einfach schön wächst und der Geschmack voll entfaltet wird. Aber es gibt auch Kräuter, die sind winterhart, wie zum Beispiel Rosmarin. Und es gibt auch welche, die kommen dann einfach jedes Jahr wieder. Beim Gemüse ist es anders. Gemüse müsst ihr jedes Jahr neu setzen. Und ich sehe das gar nicht als Nachteil, sondern eher als Vorteil. Denn ich habe jetzt dieses Jahr zum ersten Mal einen Garten direkt bei mir zu Hause. Und ich werde jetzt erstmal sehen, was essen wir, was mögen wir nicht. Und im nächsten Jahr kann ich einfach rotieren und sagen, okay, vielleicht 2 Tomaten weniger, dafür 3 Gurken mehr. Oder ich kann sagen, das eine Kraut lasse ich weg und nehme andere Kräuter mit dazu. Also da könnt ihr einfach selber schauen und einfach mal herumexperimentieren, was für ein- oder zweijährige oder viel mehrjährige Pflanzen ihr gerne mögt. Also Jungs, ihr wisst ja, im Leben kann man ja viel von der Natur lernen. Ne? Mhm. Von den Tieren lernt man viel. Tiere sind oft viel besser zueinander wie Menschen. Das ist aber genauso bei Pflanzen. Und ich habe gelernt, dass Schnittlauch nicht neben Petersilie wächst. Und jetzt machen wir es mal symbolisch. Günni, du bist Schnittlauch. Aha. Ja, Quatsch, ja. Du bist die Petersilie. Du bist ein Lauch. Das ist ein Lauch. Du bist die Peter. Und bitte Petersilie. Warum Petersilie? Weil im Türkischen benutzt man oft die Petersilie und Schnittlauch ist für mich eher so was Deutsches. Ja. Ja. Und das Problem ist, dass beide nebeneinander nicht wachsen können, weil einer von beiden der gewinnt halt. Ja, ja, das ist aber. Kann zwei es sein, gehen rein, einer kommt raus. Kann es sein, dass die Petersilie den Schnittlauch vernichtet? Ja, oder andersrum, je nachdem, wer halt stärker ist. Ja, andersrum. Okay. Ich meine, im Salat funktioniert es ja, weißt du, da passt ihr ja wirklich super zusammen, aber ihr könnt nicht zusammen aufwachsen. Also, gibt es in der Mitte den Streitschlichter? Das ist der Rucola. Warum Rucola? Warum? Weil Alex immer der Ruhepol ist. Rucola. Also ist er jetzt in der Mitte, oder? Und jetzt dürft ihr zum Symbol, als Symbol eurer Freundschaft. Hä? Was? Ich kenne ihn nicht. Dürft ihr jetzt die Anstecker hier reinstecken, okay? Petersilie, Rucola, Petersilie. Schnittlauch. Und der ist der Lauch? Ja. Also Alex, du fungierst ja immer als Streitschlichter. Ja. Ihr passt alle drei perfekt in den Salat. So muss es, dass man auch lesen kann, Alex. Ja, ich konnte es doch lesen. Ah ja, so. Alex konnte es lesen. Murat, Petersilie, ja, halt Alex. Das wieder weiter rein, weil der Murat ist ja klein. So. Muss mehr so sein. Ah ja! Muss ich... Er steht auf dem Hocker. Muss ich überhaupt im gleichen Beet wie er sein? Kann ich nicht in einem anderen Beet sein? Ja, ihr gehört nämlich alle zu den Salaten. Du kannst ins Feld raus. Achtung! Unkraut? Finde es nicht witzig. Doch, ich finde es gut. Sally, du bist klasse. Okay. Soll man dazu noch sagen, dass Petersilie kleiner wächst und Schnittlauch wächst in die Höhe? Oder ist das an der Stelle? Lass mich in Ruhe, Mann. Ja, lass Alex in Ruhe. Alex. Streitgeschlichtet. Alex, gulle. Dann gießen wir gleich. Cool. Hier im Salatbeet können jetzt hier die Gurken schön an den Ecken hochwachsen. Ich habe hier aber auch andere Kräuter, wie zum Beispiel die verschiedenen Basilikumsorten. Da vorne Borretsch, weil es einfach gut zu den Gurken passt, hat auch so einen leicht gurkigen Geschmack. Dill haben wir hier noch mit dabei und eben alles, was man eben mal schnell abzupfen kann, um einen leckeren Salat zuzubereiten. Und dann haben wir noch das fünfte Hochbeet. Das ist das, was in der Ecke ist, was man noch am wenigsten sieht. Dort kommen dann die Tomatenpflanzen rein. Da kommt auch noch mal Aubergine, Zucchini, Kürbis und all das, was wächst, aber vielleicht nicht ganz so hübsch aussieht, aber eben auch viel Platz braucht. Hier setzen wir jetzt Tomaten rein. Da haben wir jetzt 4 verschiedene Sorten. Und die setzen wir jetzt auch schön bunt rein, also vermischt, damit hier mal große, kleine, gelbe und rote Tomaten sind. Und die brauchen relativ viel Platz. Die sind jetzt zwar noch klein und süß, werden aber dann richtig groß. Daher sind die jetzt auch hier hinten im Hochbeet. Und da kommen gleich noch die Stäbe dran, damit sie an den Stäben entlang klettern können.
Wir nehmen jetzt hier gleich eine Gummischnur zum Fixieren. Gummischnur deswegen, also kein festes Seil, damit das später nicht in die Pflanze einschneidet. Also die Gummischnur, die ist einfach sehr flexibel, wächst dann auch mit, passt sich der Pflanze an und verletzt die Pflanze dann eben auch nicht. Und am besten macht ihr auch eine Pflanzenwanderung. Das heißt, wenn ihr dieses Jahr die Tomaten dort eingesetzt habt, dann pflanzt ihr sie nächstes Jahr einfach ein bisschen woanders, sodass die Pflanzen immer mal wieder rotieren und die Nährstoffe eben nicht immer an derselben Stelle entzogen werden. Das ist immer ein ganz guter Tipp, gerade bei Hochbeeten, wo man eben auf einen Platz beschränkt ist. Mama? Ja, Schatz? Warum haben wir eigentlich keinen Pool? Weiß nicht, frag Papa. Papa? Ja? Warum haben wir keinen Pool? Warum wir keinen Pool haben? Ja. Guck ich mal an. Guck ich mal an. Sehe ich aus, als würde ich einen Pool haben? Nein. Ha? Nein, deswegen bekommen wir auch keinen Pool. Vielleicht können wir einen Schwimmteich draus machen, Samira, ja. Dass ihr euch abkühlen könnt im Sommer. Aber ohne Frösche. Das ist ein bisschen eklig. Vielleicht wird ja einer davon dein Froschprinz, dein Froschkönig. Ich muss dann nur eine Kröte küssen. So habe ich das damals gemacht mit Papa und dann wurde da ein Prinz draus. Der ist immer noch krötig und hat einen dicken Bauch, aber. Stimmt, du hattest das bei dem Echtschilling-Video erzählt. Ja. Siehst du? Das waren eigentlich 5 Frösche, hast du gesagt. Und dann hast du gesagt. Und dann habe ich den einen geküsst und dann ist der Murat. Genau. Aber Murat ist immer noch eine Kröte. Im 5. und größten Hochbeet haben wir die Gemüsesorten, die nicht ganz so schön aussehen. Also jetzt sieht man auch schon, die Stöcke stehen da, da wachsen jetzt die Tomaten hoch. Ich habe hier vorne Kürbis, den Hokkaido, Zucchini-Sorten, ein bisschen Paprika und Aubergine. Hier dann noch ein bisschen Sellerie, da die Karotten, Mangold und noch weitere Chilis. Wir haben jetzt Sommer, das heißt, unsere Gemüse, unsere Kräuter werden jetzt richtig schön wachsen und wir haben auch bestimmt was davon. Wir werden euch dann immer in den Stories mitnehmen und auch zeigen, was ich daraus mache. Natürlich auch in den Videos. Aber irgendwann kommt natürlich auch der Herbst und der Winter. Dann wird alles abgeerntet und dann gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, wie ihr mit dem Hochbeet weitermachen könnt. Entweder könnt ihr alles abernten, dann so eine Mulchschicht drauf machen und abdecken, sodass einfach kein Schnee und kein Niederschlag draufkommt und diese schönen Nährstoffe rauswäscht. Ihr könnt aber auch sagen, ich pflanze winterhartes Gemüse zum Beispiel, wie Pastinaken oder andere Sorten und könnt die hier überwintern. Und es gibt natürlich auch winterharte Kräutersorten, wie zum Beispiel der Rosmarin. Da könnt ihr auch gerne so einen Folientunnel drüber machen und den eben auch überwintern. Aber dazu mache ich gerne noch mal ein weiteres Video, wenn ihr möchtet. Also wenn ihr sagt, ich möchte wissen, Sally, wie der Kräutergarten, wie das mit dem Gemüsegarten hier weitergeht mit dem Hochbeet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann mache ich nämlich im Herbst und Winter auch noch mal ein Video. Wir können ja dann so machen, dass wir sagen, okay, ein oder zwei Hochbeete werden jetzt winterfest gemacht und abgedeckt. Die anderen werde ich dann mit winterharten Gemüsesorten bepflanzen. Schreibt es mir einfach, ob es euch interessiert, dann mache ich das gerne für euch. Und jetzt hole ich euch noch den Murat, der macht hier noch das Abschlusswort und will euch einfach alles im Ganzen nochmal zeigen. Ich fand es wirklich ziemlich cool. Schreibt mir gerne, wie euch das Video gefällt und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Tschüss! So, jetzt haben wir natürlich, habt ihr alles gesehen, was wir gepflanzt haben. Und es sieht einfach genial aus. Ich habe gestern auch einen Gärtner da gehabt, der Christian, der hat sich das mal angeschaut und er hat gesagt, er hat in seinem Leben noch nie so coole Hochbeete gesehen. Und das haben wir ja wirklich nur mit Abfallstoffen gemacht, die wir, oder mit übrig gebliebenen Baustoffen, die wir vom Bau noch übrig hatten. Und gerade mit dieser Präfa-Fassade, dann diese Holzfassade und jetzt haben wir da so ein Return in den Hochbeeten drin. Das ist richtig genial. Den Boden, das habe ich mir auch so gewünscht. Ich wollte, dass alles irgendwie sauber ist, aber trotzdem natürlich. Und da haben wir uns für eine natürliche sibirische Lärche entschieden. Es ist langsam gewachsen, sehr witterungsbeständig. Und wenn ihr so einen Holzboden reinmacht, ist einiges günstiger als ein WPC-Boden. Weil WPC, das ist so ein Kunststoff-Holz-Gemisch. Und es war einfach nicht natürlich genug. Und nehmt ihr einfach ein ganz normales Öl, wenn ihr wollt, dass die Farbe sich so hält oder zumindest lange so hält. Irgendwann wird es mal vergrauen. Aber wenn ihr jedes Jahr zweimal vielleicht ölt, so wie ich es jetzt auch machen werde, hat es ja schnell gemacht, dann hält es auch ein paar Jährchen. Und den Boden wird immer geölt. Und wenn es Wandverkleidung ist, da könnt ihr es lasieren. Und nicht auf dem Boden bitte lasieren, weil ihr tretet jetzt mal drauf, das bricht dann weg. Und sieht auch richtig cool aus. Auch diese Sockelleisten haben wir gemacht aus dem Holz.
Dann haben wir noch überall so Lichter drin. Das heißt, wenn es abends ist, leuchten richtig schön diese Beete nach oben und sieht einfach genial schön und sauber aus. Habe ich recht, Schatz? Richtig schön. Ja. Und natürlich wird es im Garten hier, auch hier wird es noch einiges verändern. Da hätte ich gerne noch so eine Kreidetafel, wo ein paar Sachen reinschreiben. Vielleicht verändern wir noch mit Deko ein paar coole Deko-Elemente, machen wir vielleicht noch rein. Und sieht einfach genial aus, oder? Du hast vielleicht einmal eine höhere Investition, aber hast lange Freude dran. Ja. Und hier haben wir einen Tropfschlauch. Und durch diesen Tropfschlauch wird es automatisch bewässert. In der Stunde kommt ungefähr 1,5 Liter Wasser. Und wenn man das mal eine Stunde bewässert, dann ist es eigentlich schon genug. Ja. Und guck mal, hier kannst du auch die Möhren zeigen. Die sind nämlich direkt schon auf so einem Saatteppich. Okay. Das heißt, du hast nicht zu viele Samen, aber auch nicht zu wenige. Und sie wachsen direkt in der Reihe. Ah, cool. Wie wird es da reingemacht? Einfach hier reinsetzen, 2 cm Erde drauf und fertig. Und jetzt Erde drauf? Moment, ich setze hier noch die Reihe. Dann haben wir hier ein paar Reihen. Die Arbeit im Garten wird wahrscheinlich nie enden, aber es macht Spaß, oder? Immer. Ja, cool.